Selbstliebe ist eine der zentralen Säulen in der Persönlichkeitsentwicklung und hier gebe ich dir Tipps, wie du sie verstärken und vermehren kannst. Bleib bis zum Schluss dran. Super wichtiges Video, weil wenn du dich nicht selber liebst und immer wieder in Sachen ablehnst zwischendurch, wirst du große Schwierigkeiten haben, dich weiterzuentwickeln. Selbstliebe ist eine Basis. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass viele von uns sehr früh in der Kindheit eher mit Kritik zu tun haben und das nicht so sehr lernen, sich selber zu lieben. Also wenn du einem Kind immer wieder sagst, wo es schlecht ist, wenn du ein Kind ständig kritisierst, wird es nicht lernen, sich selbst zu lieben. Man darf Menschen beibringen, sich selbst zu lieben, also kleinen Menschen, Kindern, ja. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und für all die, die es nicht gelernt haben, heißt das nicht, dass die Welt untergeht, sondern da bedeutet es, das ist eine Arbeit, die wir nachholen dürfen, wenn wir Erwachsene sind. Und den einen oder anderen, und ich glaube sogar ziemlich viele Menschen, verfolgt das Thema auch immer wieder. Übrigens ist eine ausgeprägte dominante Haltung nicht zwingend ein überhöhtes oder eine sehr gute Form von Selbstliebe oder Selbstbewusstsein, sondern sehr häufig sogar das Gegenteil davon. Das heißt, jemand reagiert mit einem anderen Extrem. Also wenn man sich beispielsweise selbst oft ablehnt oder sich selbst sehr stark innerlich immer wieder kritisiert, tut man das auch bei anderen. Wenn man sich selber gegenüber eher rücksichtsvoll ist, sich selbst seine Fehler verzeiht, fällt einem das auch leichter, das bei anderen zu tun. Und daran kannst du auch schon bei dir selber ablesen, wie sehr du mit diesem Thema im Reinen bist oder eben nicht. Also wenn du jemand bist, der sehr häufig, entweder im Außen oder im Innen, darauf kommt es gar nicht so sehr an, Kritik an anderen übt. Wenn du irgendwie innerlich dauernd so Dinge denkst wie, boah, der nervt oder der ist aber doof oder das und das ist verkehrt. Und wenn du dauernd solche Dinge hast, dann kann das es kann ein Hinweis auf mangelnde Selbstliebe sein. Warum? Weil wir eben normalerweise uns bei anderen in erster Linie an Dingen stören, die uns auch bei uns selbst stören. Sonst wäre es uns egal. Mein Kater. Genau. Also, das heißt, da darfst du schon mal für dich überprüfen, wie du gerade aufgestellt bist. Wenn du weißt, dass du in diesem Thema was tun darfst, stellst du dir die Frage möglicherweise, wie? Und das ist sicherlich nicht unbedingt alles an einem Nachmittag erledigt, ja, sondern das ist wahrscheinlich eher eine kontinuierliche Arbeit, die du über einen längeren Zeitraum machen darfst und wo du dich möglicherweise auch immer wieder erwischst in Dingen, wo man sagen muss, ja, okay, da darf man noch mal dran, da darf man auch an sich selber noch mal arbeiten. Warum ist dieses Thema eigentlich so wichtig? Man könnte jetzt sagen, na ja, okay, da hat halt der eine vielleicht mehr mitbekommen, der andere hat weniger mitbekommen, aber eigentlich ist es ja im Grunde genommen egal, weil du kannst deinen Job gut machen, du kannst dich damit wohlfühlen und so weiter. Das ist aber nicht ganz die Wahrheit. Also die Weiterentwicklung von dir persönlich, aber auch natürlich von deinem Business, wenn du selbstständig bist, aber auch wenn du angestellt bist in der Karriere, wird erheblich erschwert, wenn du mangelnde Selbstliebe hast, wenn du nicht in der Selbstliebe bist. Und zwar einfach deswegen, weil du immer wieder quasi dasselbe Kapitel in einem Buch liest. Du kommst einfach nicht weiter. Und du bleibst immer wieder an diesen Stellen hängen. Also beispielsweise bei Kritik. Menschen mit wenig Selbstliebe sind oft sehr wenig kritikfähig. Einfach deswegen, weil in ihnen drin oft schon selbst dieser Verdacht schlummert, ah, das könnte nicht so gut sein oder so. Die sind insgesamt einfach oft sehr kritisch, auch anderen gegenüber. Die wollen gerne perfekt sein, die haben so ein Bild von sich im Kopf, wie es wäre, wenn sie perfekt wären und haben halt das Gefühl, sie können sich dem nicht annähern. Ja, weil keiner perfekt ist. Und sie haben aber den Eindruck oft, sie müssten perfekt sein, um sich selbst lieben zu können, was natürlich nicht stimmt, weil selbst wenn sie es wären, würden sie irgendwas finden, warum sie sich dennoch nicht lieben. Ja? Und
Von daher ist es sehr wichtig, eben diese Selbstakzeptanz unter allen Umständen, was nicht bedeutet, dass man immer so bleibt, wie man ist und dass man sich deshalb gar nicht weiterentwickeln will, dass man sagt quasi, ich bin so toll, wie ich bin, ich brauche mich überhaupt nicht mehr entwickeln. Darum geht es nicht, ja. Also das ist jetzt nicht gemeint damit, sondern gemeint ist, dass du dich einfach liebst, wie du bist. Und angenommen, du hast selber ein Kind, dann würdest du ja auch wahrscheinlich, zumindest will ich hoffen, nicht ständig rumkritisieren an dem Kind, sondern du würdest zu dem Kind, wenn es selbstkritisch wäre, würdest du sagen, okay, klar, du kannst dich vielleicht dort und dort noch verbessern, das ist ja okay, aber schau doch auch mal auf das, was du gut kannst. Ja? Das heißt, du würdest mit dem Blick der Liebe schauen und darum geht es. Also Menschen, die sehr kritisch sind, sich und anderen gegenüber, die schauen halt nicht unbedingt mit dem Blick der Liebe. Oft versteckt es sich auch. Manchmal sind die Menschen mit wenig Selbstliebe auch welche, die besonders die anderen kritisieren, bei sich selber nicht aus Angst dahin zu gucken. Ja? Also das kann auch sein. Wenn du magst, überprüfe dich auf so etwas. Also es macht in jedem Fall Sinn, weil wenn du lernst, dich selber anzunehmen und zu lieben, so wie du bist, wird es dir leichter fallen, den Schritt weiterzugehen. Und wenn du spürst, du bist jemand, der sehr oft an anderen rumnörgelt, an anderen rumkritisiert, dann schau es dir bei dir selber an. Also liebst du dich wirklich selbst von Herzen oder guckst du lieber gar nicht dahin, weil es dich irgendwie irritiert, weil du das Gefühl hast, boah, du willst dich damit gar nicht auseinandersetzen oder so. Wäre schon mal ein Hinweis, dass du an diesem Punkt noch was tun darfst. Ja, wie bekommst du es nun hin? Ganz wichtig ist, dass du all diese Dinge, die du bei dir kritisierst, also ein Hinweis ist, wie gesagt, wenn du es auch bei anderen kritisierst, dann schau hin, ob du es bei dir selber eben auch vielleicht kritisierst oder ob es andere bei dir schon mal kritisiert haben oder so, diesen Themenbereich, dass du den lernst, in Liebe anzunehmen. Also eine Methode wäre zum Beispiel, du schreibst etwas auf ein Blatt Papier, machst eine sogenannte Schattenarbeit damit. Das heißt also, auch wenn du es, wenn es eine Eigenschaft ist, die dich an jemand anderem aufregt, irgendjemand hat dich verletzt oder so, und dann schreibst du deine Gefühle und Gedanken, die du dem anderen gegenüber hast, die schreibst du auf ein Blatt Papier. Und dann schreibst du unten drunter dasselbe über dich. Und dann tut es weh, ja? Und dann gehst du aber her und schreibst genau das Gegenteil dazu. Also zum Beispiel, XY ist blöd, weil er das und das zu mir sagt. Oder mein Partner ist doof, weil er nie sagt, dass er mich liebt. Dann würdest du im zweiten Step drunter schreiben, ich bin blöd, weil ich nie sage, dass ich mich liebe. Und der dritte Step wäre dann, dass du das Gegenteil schreibst. Ich bin wunderbar, weil ich mir sage, dass ich mich liebe. Und dann fühlst du einfach mal rein an dieser Stelle. Und während du das tust, spürst du einfach, dass sich etwas in dir verändert. Das heißt, alleine die Achtsamkeit darauf zu achten, wie fühlt es sich an, bestimmte Sachen zu sagen, kann schon unheimlich viel in dir verändern. Wenn du merkst, dass du immer noch nicht richtig klarkommst, dann gehst du her und verzeihst dir mal bewusst. Also du schreibst beispielsweise mal auf, ich vergebe mir, dass ich das und das mache. Ich vergebe mir, dass ich das und das mache. Und ja, es sind diese ganzen Kleinigkeiten. Ja, also es ist keine Arbeit, die du so einmal machst und dann ist die vom Tisch, sondern das ist eine kontinuierliche Arbeit, das ist ein Prozess, in den du da gehst. Und du wirst aber merken, dass du das Stück für Stück lösen kannst und Stück für Stück verändern kannst. Und das ist eine wunderbare Chance, weil du musst nicht erst warten, bis du mit allem fertig bist, bis du perfekt bist, sondern du kannst so viel tun ab dem Moment, wo du losgehst, also ab jetzt. Und der Prozess, sich selbst lieben zu lernen, also ganz kontinuierlich dran zu bleiben und sich immer weiter lieben zu lernen, immer mehr in die Selbstakzeptanz zu gehen, kann gleichzeitig absolut der Prozess der Weiterentwicklung sein. Ja, auch in jedem anderen Lebensgebiet. Du kannst dein Business dabei besser ausbauen, du kannst deine Karriere besser machen, deine Beziehungen bereinigen, in diesem Kontext sowieso, ja, und kannst immer mehr auch spüren,
was willst du eigentlich und wer bist du eigentlich? Das heißt, du lernst dich enorm viel mehr kennen auf diese Art und Weise. Ich wünsche dir bei diesem Prozess alles, alles Liebe und Gute.